Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 169 Gespenstisches Zweiter Teil. Durch den Kamin in Severus Büro angekommen, wollte Hermine gerade etwas sagen, das sie sehr beschäftigte, da klopfte Albus an die Tür, der zufällig zum richtigen Zeitpunkt nach seinem Zaubertränkelehrer sehen wollte. Ah, Severus! Der Direktor nickte ihm grüßend zu, bevor er seine Aufmerksamkeit auch der Dame im Zimmer schenkte. Hermine, seien Sie gegrüßt! Erneut blickte er Severus an, und zwar mit einem strengen Blick. Wenn ich kurz mit ihr reden dürfte? Ich muss zum Unterricht, Albus, hielt Severus dagegen, doch der Direktor schüttelte den Kopf. Erst auf ein Wort. Der Ernst der Lage blieb Hermine nicht verborgen, weswegen sie sich höflichkeitshalber verabschiedete. Nachdem sie gegangen war, blickte Albus seinen jungen Freund vorwitzig an, obwohl er auch ein wenig enttäuscht war. Deine Schüler standen heute vor verschlossenen Türen, sagte Albus, ohne es direkt nach einem Vorwurf klingen zu lassen. Es ist ein Glück, dass zwei Schüler die Situation eigenverantwortlich gemeistert haben. Minerva fand sie alle mucksmäuschenstill in der Bibliothek, wo sich jeder von ihnen mit dem nächsten Kapitel von Arsenius Bunsens Zaubertränke und Zauberbräue beschäftigte. Sie hat den beiden Schülern je 10 Punkte für ihr eifriges Engagement gegeben. Severus überlegte, wer von seinen Erstklässlern die Muße haben könnte, vor allem aber die Fähigkeit besitzen würde, diesen Sackflöhe ohne Probleme zu hüten. Miss Clavig und Mr. Corellian? Oh, du scheinst deine Schüler gut zu kennen. Albus legte eine Hand auf Severus' Schulter und lächelte dabei. Miss Clavig ist ein 7 gescheiter Naseweis und Mr. Corellian verfügt trotz seines schmächtigen Erscheinungsbilds über ein erahntes Durchsetzungsvermögen. Albus nickte. Beide zusammen hatten die Klasse sehr gut im Griff, Severus. Aber ich bin nicht hier, um von der Selbstständigkeit deiner Schüler zu schwärmen. Ich bin hier, um dir eine Rüge zu erteilen. Du kannst nicht einfach fernbleiben, ohne jemandem Bescheid zu geben. Du hast Pflichten, mein Junge. Aufgrund der Anrede fühlte sich Severus für den Bruchteil einer Sekunde 30 Jahre jünger. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte einen triftigen Grund für meine Abwesenheit. Es ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. In Albus' Augen blitzte etwas auf, das Severus nicht zu deuten wagte. Darf ich die ernst gemeinte Frage stellen, ob dieses Etwas, das so wichtig war, nicht vielleicht auch in Zukunft einen größeren Stellenwert einnehmen könnte? Skeptisch verengten sich Severus' Augenlider. Was genau meinst du damit? Nun, das Lehren hat dir nie sonderlich gelegen, jedenfalls nicht, wenn sich mehr Schüler als nur einer in deiner Obhut befanden. Für mich ist klar, worin deine Interessen liegen, aber dir selbst scheinbar noch nicht. Severus' Herz setzte einen Schlag aus, weil er ahnte, dass Albus ihn loswerden wollte. Ich will dich nicht loswerden, versicherte der Direktor, als hätte er an Severus' Mimik dessen Bedenken herausgelesen. Ich möchte nur, was ich seit Anfang an wollte, nämlich, dass du dir Gedanken darüber machst, wie für dich eine Zukunft aussehen könnte. Sein erstes Gespräch nach dem überraschenden Auftauchen des Totgeglaubten war Severus noch gut in Erinnerung. Albus hatte damals gesagt, Severus, wie wäre es, wenn du wieder als Lehrer hier anfängst, wie in alten Zeiten? Wenn es dir gefällt, kannst du hierbleiben, solange du möchtest. Darüber hinaus wirst du genügend Zeit und Muße finden, deinen künftigen Lebensweg zu ergründen. Für das Schmieden von Zukunftsplänen bist du jung genug, mein Guter. Ich habe noch keine Zukunftspläne geschmiedet, Albus.
Ein wenig hatte Severus so geklungen, als hätte er eben gebeichtet, die Hausaufgaben vergessen zu haben. Den richtigen Weg hast du längst eingeschlagen. Nun musst du dir über diese Leidenschaft auch noch bewusst werden. Ich. Severus verstummte, weil er eine Anspielung in Albus' Worten spürte, die sich ihm nicht verständlich offenbaren wollte. Aber vielleicht war er es selbst gewesen, der das Wort »diese« so bedeutsam betont vernommen hatte, sodass dieses Wort implizierte, es gäbe noch eine andere Leidenschaft. »Remus hat deine jetzige Klasse übernommen. Du kannst ihn natürlich ablösen, aber ich empfehle, dass du mit der nächsten Unterrichtsstunde beginnst.« Erschrocken wollte Severus wissen. »Braut er etwa Tränke mit meinen Schülern?« »Keine Sorge, er hatte immerhin ein E in seinem Utz.« »Ich löse ihn ab.« Severus' Protest wurde von Albus mit einer leicht erhobenen Hand abgebrochen. »Ach, lass ihn. Es sind nicht einmal mehr 30 Minuten, bis es zur Pause läutet. Ruhe dich ein wenig aus. Vielleicht denkst du ja über das nach, was ich dir ans Herz gelegt habe. Oder auch über das, was dein Herz dir für die Zukunft nahelegt.« Severus machte nach diesem Ratschlag den Eindruck, als würde er den Hogwarts-Express auf sich zurasen sehen, weswegen Albus die mögliche Zweideutigkeit beseitigte und deutlicher wurde. »Ich liebe die Arbeit mit Kindern. Das war immer meine größte berufliche Erfüllung. Was tust du gern?« Eine Antwort erwartete Albus nicht, denn er verabschiedete sich bereits und ließ ihn mit dieser Frage allein. Eines war Severus schon sehr früh klar geworden, nämlich dass ihm die Kinder anderer Menschen herzlich wenig interessierten. Jede Klasse in jedem Jahrgang war ähnlich. Immer gab es einen Rebellen, einen Spaßvogel, einen Schlaukopf, einen Unruhestifter, einen Tollpatsch, einen komischen Kauz und einen heißen Feger. Jedenfalls nannte man die Mitschülerinnen mit enormer Anziehungskraft auf das andere Geschlecht zu seiner Zeit noch so. Er war es müde, immer und immer wieder den gleichen Lehrplan vor Augen zu haben und jedes Jahr aufs Neue vermitteln zu müssen. Der Bildungsplan hatte sich in all den Jahren genauso wenig verändert wie sein Berufsleben und nach dem Sieg über Voldemort war zudem die Nebentätigkeit weggefallen. Doch trotzdem konnte er sich nicht dazu entschließen, die Kündigung einzureichen, denn das würde seinem Lebensweg ein offenes Ende bescheren. Eines, das in keinster Weise vorhersehbar war. Würde er hier bleiben, dann wüsste er zumindest, was ihn erwartete. Doch außerhalb Hogwarts wäre sein gesamtes Umfeld ein anderes. Die Menschen, mit denen er Umgang hätte, wären andere. Hier in der Schule hatte er einen festen Kollegenkreis, der sich nur selten änderte. Mit einem Male musste Severus an Professor Binns denken und er erschrak, als ich ihm das mögliche Bild zeigte, eines Tages selbst im Schlaf zu versterben und es nicht zu begreifen. Als Geist für immer und ewig Schüler unterrichten zu müssen, versetzte Severus einen so großen Schrecken, dass er sich zu guter Letzt fest vornahm, sich über seinen zukünftigen Lebensweg Gedanken zu machen. Im vierten Stock zerbrach sich Hermine den Kopf über ihre Zukunft. Schon sehr bald würde sie beim Ministerium vorstellig werden, um ihre Prüfung abzulegen. Sie war froh gewesen, dass Severus ihr das Angebot gemacht hatte, mit ihm danach forschen zu können. Doch dann wäre einiges anders. Sie würde kein Gehalt mehr von ihm bekommen, müsste also selbst arbeiten. Zudem war Hogwarts keine Herberge für Mittellose schon gar nicht. Hermine müsste sich zusätzlich um eine neue Bleibe kümmern. Als erstes nahm sie sich fest vor, würde sie nach ihrer bestandenen Prüfung zur Tränkemeisterin beim Personalbeauftragten des Mungos vorsprechen. Ein Beruf als Heilerin wäre interessant und sie hätte auch weiterhin mit Zaubertränken zu tun. Die Einwürfe von Albus und Severus hatten sie zum Neujahr und auch danach noch zweifeln lassen, ob diese Entscheidung die richtige wäre, doch es war ihr Leben. Sie musste für sich selbst entscheiden. Weil Corvinus in seinem Gemälde schlief, verhielt sich Hermine in ihrem eigenen Wohnzimmer sehr still.
Durch den Schlafmangel, die herrschende Unruhe und das gemütlich warme Feuer im Kamin spürte sie die Müdigkeit im ganzen Körper, sodass sie sich auf dem warmen Sofa hinlegte, um ein wenig die Augen zu schließen. Mit ihren Gedanken war sie bei Pansy und sie hoffte, bald sehr positive Nachrichten von Blaze zu erhalten. Dann wäre dieser belastende Abschnitt in ihrem Leben erledigt und sie hätte wieder Zeit für all die anderen Projekte, die sie vernachlässigen musste. Im dösigen Zustand ging sie, mehr unbewusst als bewusst, nochmals einige Punkte der Berechnungen für das Gegengift durch. Aufgrund ihrer voranschreitenden Schläfrigkeit kam sie anhand nicht nachvollziehbarer Gedankengänge zur biologischen Zellteilung auf energieliefernder Kernfusion. Beim Gedanken an Stromschwankungen schlief sie ein. Zum Mittagessen erschien Hermine nicht in der großen Halle. Remus glaubte, er wäre schuld daran, weil er sie in eine unangenehme Situation gebracht hatte und sie vermutlich davon ausging, das könnte sich in Severus' Anwesenheit wiederholen, obwohl sie wissen sollte, dass er so etwas nie tun würde. Severus? Der Genannte schenkte Remus seine Aufmerksamkeit. Ich glaube, dein Vorführkessel hat sich unter meiner Aufsicht ein wenig, verflüssigt. Gestand Remus mit einem verlegenen Lächeln. Wieso überrascht mich das nicht? Severus seufzte. Der Kessel gehörte der Schule. Es wäre freundlich, wenn sie Albus darüber unterrichten würden, damit ich einen Ersatz bekomme. Natürlich werde ich das. Versicherte Remus gleich im Anschluss, fragte er unschuldig. Gilt das auch für Arbeitstische? Severus war stutzig geworden. Was ist denn mit dem geschehen? Naja, druckste Remus herum. Ein paar Tropfen von dem flüssigen Metall sind möglicherweise auf die Arbeitsfläche gefallen. Anders kann ich mir die recht großen... Er zeigte ein Loch, in dem er Daumen und Zeigefinger zusammenführte. Löcher auf der Tischplatte nicht erklären. Bewegungslos starrte Severus seinen Kollegen an, der sich unter seinem Blick beschämt zu winden begann. Tun Sie mir einen Gefallen, Lupin. Sollten Sie nochmals, aus welchen Gründen auch immer, eine meiner Zaubertrankklassen übernehmen, bitte ich Sie inständig, sich an die Theorie zu halten. Remus nickte peinlich berührt. Wissen Sie denn wenigstens, warum der Kessel geschmolzen ist? Severus legte immer Wert darauf, dass seine Schülerin ihre Fehler erkannte. Ich glaube, ich habe links herum gerührt. Links herum? Wiederholte er verdattert, denn in den nächsten Wochen hatte er keinen einzigen Trank auf dem Lehrplan, bei dem man links herum rühren musste. Links? Wie haben Sie ein E geschafft, wenn ich fragen darf? Ich habe seit meinem UTZ nicht mehr großartig gebraut. Rechtfertigte sich Remus. Trankzutaten sind teuer. Sie kochen doch wohl regelmäßig? Remus nickte. Wo ist da der Unterschied? Zwischen Kochen und Tränkebrauen? Das kann ich dir sagen, Severus. Wenn ich beim Kochen eine Zutat später hinzufüge, weil ich sie vergessen habe, dann explodiert oder schmilzt trotzdem nichts. Kochen hat mit Tränkebrauen überhaupt nichts gemeinsam. Severus winkte ab. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Um 14 Uhr betrat er sein Labor und es überraschte ihn, Hermine nicht vorzufinden. Auch 15 Minuten später war sie noch nicht angekommen. Es war nicht der Ärger über ihr zu spät kommen, sondern ein Anflug von Sorge, denn sie war sehr selten unpünktlich. Sein Weg führte ihn in den vierten Stock, wo er an ihre Tür klopfte. Eine Aufforderung zum Eintreten blieb aus, weswegen er mit dem Passwort eintrat, welches sie ihm damals gegeben hatte. Er fand sie auf dem Sofa vor, sie schlief tief und fest, was kein Wunder war. Er selbst war müde und würde sich gern hinlegen. Ihre schlafende Gestalt betrachtete er einen Moment. Die Ruhe, die von ihr ausstrahlte, besänftigte ihn. Der Rhythmus ihrer Atmung war ihm vertraut. In Aberdeen, als er nachts aufgewacht war, hatte er sich von der Gleichmäßigkeit ihrer Atemzüge erneut in den Schlaf wiegen lassen. Der schwarze Kniesel, dessen weiße Tupfen aufgrund des dicht gewachsenen Fells kaum noch zu sehen waren, strich ihm unerwartet um die Beine.
Severus bückte sich und kraulte das Tier am Kopf. Doch weil ihm die gebeugte Haltung zu unbequem war, nahm er Fellini auf den Arm. Kaum hatte er sich wieder aufgerichtet, fiel sein Blick auf das Gemälde über dem Kamin. Kalidita beobachtete ihn aufmerksam. Ohne den gemalten Mann aus dem Auge zu lassen, näherte er sich ihm, während er den Kater auf seinem Arm streichelte. Kalidita hob arrogant eine Augenbraue und wandte demonstrativ sein Gesicht ab, um Severus deutlich zu machen, was er von ihm hielt. Ein missbilligendes Schnaufen war Severus Kommentar zu Kaliditas kindlichem Verhalten. Warum Hermine dieses Gemälde hier überhaupt aufgehängt hatte, war ihm ein Rätsel. Er ging wieder zurück zur Sitzgruppe und stellte sich ganz in die Nähe des Sofas. Gern würde er mit Hermine ein paar Worte wechseln, besonders wegen des bevorstehenden Prüfungstermins beim Ministerium. Er wollte ihr noch einige Tipps mit auf den Weg geben, wollte ihr auf seine undurchsichtige Art Mut zusprechen, doch vor allem wollte er wissen, warum Kalidita hier hing. Auf ihren Namen, den er mehrmals in normaler Lautstärke sprach, reagierte sie nicht verbal, sondern sie seufzte nur und drehte sich um. Von einem Geistesblitz überwältigt, flüsterte er in Fellinis Ohr. Guten Flug, mein Freund. Ohne Umschweife warf er das Tier die kurze Strecke zum Sofa hinüber, wo es auf seinem Frauchen landete, die sofort aufschreckte. Fellini sprang über die Rückenlehne hinunter auf den Boden und rannte wie der Blitz ins Schlafzimmer. Im ersten Moment war Hermine desorientiert, doch dann wurde ihr klar, wo sie lag und auch, dass sie nicht alleine war. Severus? Was war eben los? Fragte sie verdattert. Ihr Kniesel. Er jagte in einem Anfall von Größenwahn durchs Zimmer und nahm während seines Rückweges die Abkürzung über die Couch, auch über sie. Sie legte die Stirn in Falten und warf ihm einen misstrauischen Blick zu. So etwas macht er nicht. Wenn ich schlafe, dann ist ruhig. Dann habe ich vielleicht ein wenig nachgeholfen. Er schmunzelte. Wie sieht es aus? Sind Sie auf dem Posten? Oder möchten Sie sich noch etwas ausruhen? In diesem Fall lassen wir den heutigen Tag ausfallen. Sie presste ihre Lippen zusammen. Sie wecken mich, indem Sie meine Katze aufwerfen und dann fragen Sie, ob ich weiter schlafen möchte? Sie behielt die Frage für sich, ob in seinem Oberstübchen womöglich etwas falsch gepolt wäre. Also, möchten Sie sich ausruhen? Wollte er mit unschuldigem Gesichtsausdruck wissen. Sie schwang ihre Beine vom Polster und setzte sich normal hin. Ehrlich gesagt haben Sie mich jetzt wachgeredet. Was wollen wir heute machen? Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.